Neulich ist Dave Grohl an unserem Tourbus lang gefahren. Wir saßen gerade beim Hurricane ohne Plan für Samstagabend. Er rief was von Big Night und Macklemores Geburtstag. Das war für uns die Gelegenheit, was für ein grandioser Vorschlag. Jetzt gehörten wir auch dazu, wir waren fertig für den Festakt. Und wir mischten uns im Nu zwischen Beatsteaks und George Ezra. Vor Billy Talents Tür sah ich im Matsch ein Telefon. Darauf leuchtete die Nachricht: Kesper, weißt du eigentlich schon? Heute steigt die Party des Jahrhunderts. Wir sind mit dabei, wen wundert's? Die Party des Jahrhunderts. Ed Sheeran stand schon an der Bar, zusammen mit Felix Brummer. Der fragte Rostocks Jennifer, ob sie mal seine Nummer. Vorbei am Drink von Passenger, mit ihrem gelben Nagellack, seinem Helden Noel Gallagher auf die Lederjacke malt. Der hat davon gar nichts mitgekriegt, denn er sah uns grad in der Tür. Und sein irritierter Blick sagte: Was wollen die denn hier? Dann kam Kesper in den Raum. In der Mitte blieb er stehen und er rief laut in die Runde: Hat wer mein Telefon gesehen? Die Party des Jahrhunderts. Wir sind mit dabei, wen wundert's? Die Party des Jahrhunderts. War unsere Chance auf etwas Akzeptanz und Nachsicht. Ich gab ihm sein Telefon, doch leider las er gleich die Nachricht. Kesper, weißt du eigentlich schon, du musst mal deine Leute rufen. Hier laufen so ein paar Typen rum, die haben hier dann gar nichts zu suchen. Oh, die Party des Jahrhunderts. Oh, findet leider ohne uns statt. Die Party des Jahrhunderts findet leider ohne uns statt. Die Party des Jahrhunderts. Cool.